Mehr nur mehr. Ja, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die Evaluation genommen haben. Und ja, dann begrüße ich Sie nochmals ganz herzlich zum zweiten Teil unserer Vorlesung am heutigen Tag. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass die Besprechung der Probeklausur, an denen viele von Ihnen teilgenommen haben, es waren über 300 am Ende. Die Besprechung findet am kommenden Montag statt, 6. Februar, 16.15 Uhr, über Zoom, also in rein digitaler Form, auch aber wieder mit Aufzeichnung. Und Sie können die üblichen Zugangsdaten verwenden, auch wenn das jetzt ein Termin außerhalb der üblichen Vorlesungszeiten ist. Die Zugangsdaten funktionieren auch für diesen Tag. Und ich denke, wir werden da nicht länger als eine Stunde brauchen. So, dann hatte ich ja angekündigt, ich will den Stoff der Klausur, der Zwischenprüfungsklausur, ein wenig eingrenzen. Und ich gehe jetzt anhand der Übersicht vor, die Sie ja alle in digitaler Form haben. Und ich werde Ihnen jetzt sagen, was Sie nicht für die Zwischenprüfungsklausur vorbereiten müssen. Ja, also ich sage jetzt nicht, was drankommt, sondern ich sage, was Sie nicht für die Zwischenprüfungsklausur vorbereiten müssen. Ja. So, das wäre zunächst einmal, ja, also Teil A, das war die Einführung in die Fallbearbeitung. Das müssen Sie natürlich beherrschen, klar. Ja, also Teil A, das kommt dran. So, dann haben wir Teil B, das war dieser theoretische Teil zur Geschichte des BGB, zu den Grundlagen, Bedeutung des Verfassungs- und Unionsrechts. Das werde ich als solches in der Klausur natürlich nicht abfragen können. Es ist ja eine reine Fallklausur, das hatte ich ja von Anfang an gesagt. Dementsprechend gibt es da nicht irgendwelche Zusatzfragen, und dementsprechend ist der Teil B nicht klausurrelevant. Ja, es sei denn, Sie haben da mal 138 und müssen da so ein bisschen drittwirkende Grundrechte machen, aber abgesehen davon ist der Teil B nicht für die Klausur relevant. Natürlich für Sie als Hintergrundwissen wichtig und für die mündliche Examensprüfung später, da kann so etwas auch mal abgefragt werden, aber jetzt für die Zwischenprüfungsklausur, die ja eine reine Fallklausur ist, müssen Sie diesen gesamten Teil B nicht vorbereiten. Ebenfalls nicht den Teil C, auch das ist Grundlagenwissen sozusagen. Natürlich müssen Sie wissen, wenn im Sachverhalt eine GmbH auftaucht, ja, dass das eben eine juristische Person ist, dass die Rechtsfähigkeit hat, dass sie gegebenenfalls durch einen Geschäftsführer vertreten wird. Ja, das schon, aber Detailwissen jetzt zum Teil C brauchen Sie für die Klausur nicht vorzubereiten. Insbesondere auch nicht dieses Namens- und Persönlichkeitsrecht, das zwar im allgemeinen Teil steht, aber das werde ich jetzt in der Klausur nicht abrufen. Ja, also Teil B, Teil C brauchen Sie nicht für die Zwischenprüfungsklausur vorzubereiten. Dann aber natürlich ganz wichtig für die Zwischenprüfungsklausur der Teil B. Das müssen Sie beherrschen, mit Ausnahme von Teil D, römisch 8, die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das wird also in der Klausur nicht geprüft werden. Ja, also Teil D, römisch 8, allgemeine Geschäftsbedingungen, das wird nicht Gegenstand der Klausur sein. Das müssen Sie dementsprechend nicht vorbereiten, aber sonst, das sind ja grundlegende Sachen in Teil D, also Teile 1 bis 7, römisch 1 bis römisch 7, das müssen Sie vorbereiten. Bei der vertraglichen gesetzlichen Haftung des Schuldners, da habe ich Ihnen ja nur so ein paar Grundlagen vermittelt. Also Sie sollten wissen, dass es 281 gibt, dass es TEC gibt, aber dazu auch kein Detailwissen. Das heißt also den Teil E in groben Zügen, wie gesagt, 280 sollten Sie kennen, Verhältnis zum Deliktsrecht 823, das haben wir ja auch gemacht. Aber natürlich kein Detailwissen, weil das etwas ist, was Sie in der Vorlesung schon recht einfach im nächsten Semester dann noch im Detail machen. Das Gleiche gilt letztendlich für Teil F, Erwerb und Übertragung von Rechten. Also Sie sollten kennen die 985, Sie sollten 929 kennen. Das ist das, was wir da gemacht haben, was wir aber auch immer wieder in den Fällen gemacht haben. 812 sollten Sie kennen. Ja, also diese Ansprüche, die wir immer wieder in den Fällen hatten. So etwas kann auch in der Klausur vorkommen, aber auch hierzu kein Detail. Das ist ja sowieso nur ein Überblick gewesen, dieser Teil F. Ja, also Teil E, Teil F, kurz gesagt, nur im Überblick. Anfechtung von Rechtsgeschäften ist natürlich wichtig, das müssen Sie kennen, also der gesamte Teil EG. Bei der Wirksamkeit und Form von Rechtsgeschäften, da sollten Sie natürlich die
Regeln über die Geschäftsfähigkeit, Minderjährigkeit, beschränkte Geschäftsfähigkeit kennen, also Teil H römisch erstens und soweit für die Geschäftsfähigkeit, die Regeln über die Geschäftsfähigkeit relevant oder für das Vertretungsrecht relevant, dann auch diese Regeln über zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte, aber das letztendlich nur im Kontext des minderjährigen Rechts beziehungsweise bei der Vertretung und Vertretungsmacht wird es auch nochmal auftauchen. Ja, dann die Teile römisch drittens bis römisch sechstens, das sollten Sie schon so im Wesentlichen beherrschen. Was ich aber nicht in der Klausur prüfen werde, ist, sind die Teile von H, Römisch 7 und Römisch 8, das heißt also Umdeutung und Bestätigung, Verfügungsverbote, das werde ich also in der Klausur nicht prüfen, das können Sie dementsprechend dann erst einmal weglassen. Ja, ebenfalls klausurrelevant ist der Teil J. Ich gehe davon aus, dass wir den in der nächsten Woche dann auch noch zumindest im Wesentlichen abschließen. Wir werden nicht mehr, wenn überhaupt, dann nur noch ganz kurz die Teile K bis M schaffen, die ich aber bewusst nach hinten geschoben habe, weil ich damit rechnete, dass wir das tendenziell eher nicht mehr schaffen. Also die Teile K bis M werden dementsprechend auch nicht Prüfungsstoff der Zwischenprüfungsklausur sein. Ja? Ich werde Ihnen dazu in jedem Fall, auch wenn wir das hier nicht mehr besprechen können, noch Materialien ins Internet einstellen. Was also davon doch wichtig ist, sind zum einen die Fristen und Termine. Das ist zwar ein bisschen dröge und langweilig, das sind die 187 folgende. Das begegnet Ihnen aber immer wieder, weil verschiedene andere Gesetze, Verwaltungsgerichtsordnung zum Beispiel oder auch die Abgabenordnung verweisen auf die 187 folgende. Das heißt also, die dort enthaltenen Regeln über die Berechnung von Fristen und Terminen und so weiter ist wirklich sehr wichtig und sehr praxisrelevant. Ich werde Ihnen dazu, wenn wir das hier nicht mehr besprechen können, in jedem Fall etwas im OLAT noch einstellen und ebenfalls wichtig die Verjährung. Ja, das sind also zwei Punkte, die Sie sich in jedem Fall dann noch anschauen sollten. Nicht für die Zwischenprüfungsklausur, da kommt es nicht dran, aber für Ihr weiteres juristisches Leben sollten Sie das in jedem Fall sich noch etwas genauer anschauen. Teil M, da wollte ich sowieso noch einen kurzen Überblick geben. Das machen Sie dann im Detail ohnehin in der Vorlesung Zivilprozessrecht. Das heißt also, der Teil M ist jetzt nicht so zentral, den habe ich dementsprechend auch ans Ende geschoben. Ja, also das, Teile K bis M werden also nicht Gegenstand der Zwischenprüfungsklausur sein. Ja? Gibt es dazu noch Fragen? Dann melden Sie sich gerne. Hier habe ich noch einen Chat. Die Klausurbesprechung wird aufgenommen. Ja. Am Montag. Ja, ich habe Ihnen ja die Merkblätter eingestellt. Insbesondere verweise ich nochmal auf das Merkblatt zur Anfertigung einer Klausur, wo Sie auch die Regeln über die zulässigen Hilfsmittel finden. Sie dürfen den Gesetzestext in bestimmter Weise markieren, also Post-it-Zettel, auch farbige Markierungen, das ist zulässig. Sie dürfen sich aber natürlich nicht irgendwelche Prüfungsschemata da reinschreiben oder da Spickzettel reinlegen. Das versteht sich von selbst, das steht aber auch in diesem Merkblatt zur Anfertigung einer Klausur. Schauen Sie sich das nochmal an. Ja, auch was ich zur Zeiteinteilung gesagt habe und Ihre AG-Leiter werden Ihnen sicherlich auch noch einige wertvolle Tipps gegeben haben. Und setzen sich ein bisschen dann auch, wenn Sie Ihre Probeklausur zurückbekommen haben, damit auseinander. Schauen Sie sich an, was Sie da besser hätten machen können. Und ich denke, dann sind Sie ganz gut für die Zwischenprüfungsklausur vorbereitet. Ja, also eine reine Fallklausur und also ich schaue mal, dass das machbar ist, wenn Sie hier die Vorlesung regelmäßig verfolgt haben. Also ich will da jetzt nicht irgendwas als Klausuraufgabe stellen, was schwer lösbar ist und wo man dann irgendwelche komischen Durchfallquoten herausbekommt, das überlasse ich anderen. So. Wir sind heute Morgen schon eingestiegen in das Recht der Stellvertretung, das also auch klausurrelevant und auch wirklich sehr, sehr praxisrelevant, weil Ihnen Stellvertretung quasi überall im Rechtsleben begegnet. Zum einen gibt es in bestimmten Fällen die zwingende Notwendigkeit der Stellvertretung, nämlich dort, wo das betreffende Rechtssubjekt selbst gar nicht handlungsfähig ist, wie Sie das eben bei fehlender voller Geschäftsfähigkeit haben.
besonders klar bei den Geschäftsunfähigen, die ja gar keine Rechtsgeschäfte selbstwirksam vornehmen können, aber auch bei den beschränkt Geschäftsfähigen gibt es Bedarf an gesetzlicher Vertretung, dort dann eben durch, in der Regel durch die Eltern, aber eben auch bei juristischen Personen, bei rechtsfähigen Personengesellschaften, die als solche eben nicht handlungsfähig sind, bedarf es einer Vertretung durch Organe, durch Geschäftsführer, Vorstand oder eben die geschäftsführenden Gesellschafter bei Personengesellschaften. Da haben wir also die zwingende Notwendigkeit einer Stellvertretung. Darüber hinaus ist auch im Grundsatz jederzeit eine freiwillige Stellvertretung, eine rechtsgeschäftliche Stellvertretung möglich. Im Prinzip jedes Rechtssubjekt, sofern es voll geschäftsfähig ist, kann eine Vollmacht erteilen, eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht. Und dann kann eben auf der Grundlage dieser rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht die bevollmächtigte Person Willenserklärungen für und mit Wirkung für und gegen den Vertretenen abgeben. Das ist eben die Wirkung einer wirksamen Stellvertretung, Paragraph 164 Absatz 1 Satz 1, eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Das ist also die Rechtsfolge einer wirksamen Stellvertretung. Die Willenserklärung des Vertreters wird sozusagen als eigene Willenserklärung des Vertretenen angesehen. Sie wird ihm unmittelbar zugerechnet und die Rechtsfolgen aus der Willenserklärung, aus dem Rechtsgeschäft treffen allein den Vertretenen, nicht den Vertreter, wenn wirksame Stellvertretung vorliegt. Passive Stellvertretung, Empfangsvertretung, da geht es um Willenserklärungen, die an den Vertretenen gerichtet werden und da reicht es für den Zugang aus, wenn sie gegenüber dem Empfangsvertreter abgegeben werden. Das setzt aber eine entsprechende Vollmacht, Vertretungsmacht wiederum voraus und das unterscheidet eben den Empfangsvertreter vom Empfangsboten. Beim Empfangsboten haben wir Zugang beim Adressaten erst zu dem Zeitpunkt, zu dem mit der Weitergabe durch den Boten an den Adressaten gerechnet werden kann unter normalen Umständen. Beim Empfangsvertreter dagegen haben wir sofortigen Zugang mit dem Zugang, also sofortigen Zugang beim Vertretenen, beim Adressaten mit dem Zugang beim Empfangsvertreter. Ja, das ist also ein wichtiger Unterschied zur Bodenstellung. Die Stellvertretung zulässig im Grundsatz bei allen Willenserklärungen, aber eben auch nur bei Willenserklärungen, nicht bei tatsächlichem Verhalten, nicht bei rein tatsächlichen Akten und auch nicht bei der Ausübung des Besitzes, das hatte ich heute Morgen erwähnt. Und bei höchstpersönlichen Geschäften haben wir ausnahmsweise eine Unzulässigkeit der Stellvertretung, etwa bei der Eheschließung oder bei der Verfügung von Todeswegen. Mittelbare Stellvertretung hatte ich auch erläutert, das ist ein Handeln im eigenen Namen, aber für fremde Rechnung, wohingegen wir bei der Stellvertretung als zentrales Merkmal das Handeln in fremdem Namen haben. Ja, das habe ich jetzt auch hier in die Folie mit aufgenommen. Die Voraussetzungen der wirksamen Stellvertretung. Erstens, die Stellvertretung muss überhaupt zulässig sein. Im Grundsatz bei jeder Willenserklärung, bei jedem Rechtsgeschäft, es sei denn, es ist ausnahmsweise höchstpersönlich. Diesen Punkt müssen Sie im Prinzip in einer Prüfung nicht ansprechen, gedanklich immer berücksichtigen, aber bei der Lösungsniederschrift müssen Sie das nicht extra aufschreiben, es sei denn, Sie haben wirklich mal einen Sachverhalt, wo das problematisch ist, wo man nicht genau weiß, ist das ein höchstpersönliches Geschäft oder nicht, dann müssten Sie das an dieser Stelle problematisieren. In aller Regel ist das unproblematisch, dann müssen Sie das in der Lösung auch nicht eigens ansprechen, sondern dann würden Sie einsteigen mit der zweiten Voraussetzung, es muss eine eigene Willenserklärung des Vertreters vorliegen. Er muss eine eigene Willenserklärung abgeben und darf nicht nur eine fremde, eine vorformulierte Willenserklärung überbringen. Das heißt also, seine Befugnisse, seine Entscheidungskompetenzen müssen über das bloße Übermitteln, den bloß technischen Vorgang der Übermittlung einer ihm vorgegebenen Willenserklärung hinausgehen. Er muss eine gewisse eigene Entscheidungsbefugnis über das Ob der Abgabe und auch den Inhalt der Willenserklärung haben. An dieser Stelle ist dann gegebenenfalls die Abgrenzung vom Boten vorzunehmen. Die Willenserklärung muss für wirksame Stellvertretung erkennbar, offenkundig im Namen des Vertretenen abgegeben werden. Man muss also nach außen erkennbar, offenkundig machen, dass man nicht in eigenem Namen handelt, sondern in fremdem Namen. Wenn jemand im Rechtsverkehr auftritt, Willenserklärungen abgibt, dann darf man im Grundsatz davon ausgehen, dass diese Willenserklärungen im eigenen Namen abgegeben werden. Das ist der Grundsatz, das Eigengeschäft. Und wenn man davon abweichen möchte, dann muss man deutlich machen, dass man eben nicht für sich selbst spricht, sondern für jemand anderes. Man muss offenkundig machen, dass man in fremden Namen handelt. Und das Ganze muss gedeckt sein durch eine Vertretungsmacht. Nur dann ist es gerechtfertigt,
die Willenserklärung des Vertreters dem Vertretenden zuzurechnen. Ja, man braucht dafür eine Rechtfertigung, eine Grundlage, und das ist eben die Vertretungsmacht. Die Vertretungsmacht kann, wie wir schon gesehen haben, folgen aus dem Gesetz. Sie kann aber auch aus einem Rechtsgeschäft, auch einer Vollmacht beruhen. Dann haben wir eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht. Und die Rechtsfolge ist dann, dass die betreffende Willenserklärung dem Vertretenden unmittelbar zugerechnet wird. Er muss die Willenserklärung unmittelbar gegen sich gelten lassen. Das ist die Rechtsfolge. Mit dieser Rechtsfolge würden Sie immer in die Prüfung einsteigen. Sie würden dann im Regelfall feststellen, wenn Sie beispielsweise eine vertragliche Einigung prüfen, dass seitens des einen Vertragspartners keine eigene Willenserklärung vorliegt, dass aber eine andere Person, der Vertreter, eben eine Willenserklärung abgegeben wird. Und dann taucht eben die Frage auf, muss sich der Vertretene, der in Anspruch genommene, die Willenserklärung des anderen, des Vertreters, zurechnen lassen? Und da wäre der Eingangssatz, die Willenserklärung des anderen, des A, wirkt nach 164 Absatz 1 Satz 1 dann unmittelbar für und gegen den Vertretenen, wenn A sie im Rahmen einer wirksamen Vertretungsmacht, im Rahmen einer wirksamen Stellvertretung für B abgegeben hat. Und dann prüfen Sie eben diese Voraussetzungen, die Sie hier sehen. Wenn die Vertretungsmacht fehlt, alle anderen Voraussetzungen der Stellvertretung liegen vor, nur die Vertretungsmacht fehlt, dann haben wir einen Fall der Vertretung ohne Vertretungsmacht. Mit diesem Fall werden wir uns dann am Ende dieses Teils der Vorlesung nochmal beschäftigen. Das ist in den 177 folgende geregelt. Und da werden Sie gewisse Parallelen zum minderjährigen Recht feststellen. Paragraph 177 sagt nämlich, für diesen Fall schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag. So hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Vertretenden von dessen Genehmigung ab. Ja, dann haben wir eine ganz ähnliche Situation wie im minderjährigen Recht. Da hängt ja die Wirksamkeit des zunächst schwebend unwirksamen Vertrags von der Zustimmung, der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters ab. Und ganz ähnlich ist es beim Stellvertretungsrecht, bei der Vertretung ohne Vertretungsmacht. Dann kann sich der Vertretene überlegen, ob er die betreffende Willenserklärung, des betreffenden Rechtsgeschäfts, den Vertrag genehmigt oder nicht. Und erst einmal ist der Vertrag dann schwebend unwirksam. Anders als im minderjährigen Recht gibt es allerdings dann noch eine Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht. Der Minderjährige, der muss ja geschützt werden, der haftet nicht, wenn er ohne erforderliche Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters handelt. Aber der Vertreter, der unterliegt einer Haftung nach 179. Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet. Er haftet also dann selbst aus dem Vertrag, grundsätzlich auf Erfüllung, ausnahmsweise nur auf den Vertrauensschaden, das negative Interesse. Das schauen wir uns aber an späterer Stelle nochmal genauer an. Ja, eine wichtige Voraussetzung der wirksamen Stellvertretung ist, wie schon gesagt, dass die betreffende Person eine eigene Willenserklärung abgibt. Das unterscheidet den Stellvertreter vom Boten. Der Bote übermittelt nur eine ihm schon fix und fertig vorgegebene Willenserklärung. Er hat sozusagen nur die technische Funktion, diese Willenserklärung an den Adressaten zu überbringen, wohingegen der Stellvertreter eine eigene Willenserklärung abgibt, eine eigene Willenserklärung formuliert. Das setzt voraus, dass er auch einen eigenen Entscheidungsspielraum hat, sowohl bezüglich des Ob der Abgabe der Willenserklärung als auch bezüglich des Wie, also des Inhalts. Ja, es muss also ein gewisser Entscheidungsspielraum der betreffenden Person vorliegen. Sobald wir die Situation haben, dass eine fix und fertig vorgegebene Willenserklärung, sei es mündlich, sei es schriftlich, einer anderen Person übergeben wird mit dem Auftrag, diese zu dem Adressaten zu bringen, dann haben wir eine bloße Botenstellung. Dann kann die betreffende Person eben weder bezüglich des Ob noch bezüglich des Inhalts der Willenserklärung noch etwas selbst entscheiden. Das wäre ein Fall der Botenschaft. Der Stellvertreter braucht immer einen gewissen eigenen Entscheidungsspielraum, damit man also sagen kann, er gibt eine eigene Willenserklärung ab und überbringt nicht bloß eine fremde. Diese Abgrenzung ist vorzunehmen aus der Perspektive eines sorgfältigen objektiven Empfängers, wie immer 133, 157 objektiver Empfängerhorizont. Danach ist dann zu beurteilen, haben wir es hier mit einem Stellvertreter oder aber mit einem bloßen Boten zu tun. Stellvertreter können auch beschränkt geschäftsfähige sein, § 165 BGB.
Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Ja, auch beschränkt Geschäftsfähige können Vertreter sein. Warum? Weil ja bei wirksamer Stellvertretung 164 BGB die Folgen dieser Willenserklärung gar nicht den beschränkt Geschäftsfähigen selbst, sondern eben den Vertretenden treffen. Ja, dementsprechend ist das für ihn ein neutrales Geschäft. Und 165 stellt ausdrücklich klar, dass der beschränkt geschäftsfähige Vertreter sein kann. Im Umkehrschluss aus 165 folgt allerdings, dass der Geschäftsunfähige nicht Stellvertreter sein kann. Der Geschäftsunfähige kann ja gar keine eigene Willenserklärung wirksam abgeben. Ja, Paragraph 104 Nummer 1, 105 Absatz 1 BGB. Und dementsprechend kann der Geschäftsunfähige nicht Stellvertreter sein, sondern nur der beschränkt Geschäftsfähige. Der Bote hat ja eine bloße Übermittlungsfunktion, dementsprechend keine Entscheidungskompetenz bezüglich des Ob der Abgabe. Die Erklärung ist ihm mit der Weisung, sie zum Adressaten zu bringen, schon vorgegeben und erst recht nicht bezüglich des Inhalts der Erklärung. Er hat eine bloß technische Funktion, Übermittlungsfunktion und eine solche technische Funktion, die ja gerade nicht die Abgabe einer Willenserklärung beinhaltet, die kann auch von Geschäftsunfähigen ausgeübt werden. Also Boten können auch Geschäftsunfähige sein. Stellvertreter können dagegen nur beschränkt Geschäftsfähige, nicht dagegen Geschäftsunfähige sein. Dann das ganz wichtige Offenkundigkeitsprinzip. Die Willenserklärung muss, damit wirksame Stellvertretung vorliegt, nach 164 Absatz 1 Satz 1 im Namen des Vertretenden abgegeben werden. Und 164 Absatz 1 Satz 2 sagt weiter, es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenden erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass in dessen Namen erfolgen soll. Man kann das Auftreten in fremdem Namen ausdrücklich deutlich machen, zum Beispiel, indem man eine Vertragsurkunde unterschreibt mit dem Zusatz I.V. Das bedeutet in Vertretung. Das wäre ein ausdrückliches Handeln in fremdem Namen. Aber man muss es nicht ausdrücklich deutlich machen, sondern es reicht, wenn sich das hinreichend deutlich aus den Umständen ergibt, aber es muss eben hinreichend erkennbar sein, es muss offenkundig sein. Ja, das ist das vertretungsrechtliche Offenkundigkeitsprinzip, das Handeln im fremden Namen muss erkennbar sein. Das ist eben deswegen erforderlich, weil, wie gesagt, wenn jemand im Rechtsverkehr auftritt, man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass er im eigenen Namen die Erklärung abgibt. Die Abgabe der Erklärung im fremden Namen ist die Ausnahme und diese Ausnahme muss man im Rechtsverkehr hinreichend deutlich machen. Offenkundigkeitsprinzip, zumindest aus den Umständen, muss sich in hinreichender Deutlichkeit ergeben, dass es sich nicht um ein Eigengeschäft handelt, wie es dem Grundsatz entspräche, sondern dass hier ein Fremdgeschäft vorliegt, das ein Handeln in fremdem Namen vorliegt. Wenn das nicht hinreichend deutlich gemacht wird, wenn also zwar der Wille besteht, in fremdem Namen zu handeln, das aber nicht hinreichend erkennbar gemacht worden ist oder sich auch nicht aus den Umständen hinreichend deutlich ergibt, dann sagt der 164 Absatz 2, tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht. Anders gesagt, dann liegt ein Eigengeschäft vor, dann wird also aus dieser Willenserklärung nicht der Vertretene, sondern der Vertreter selbst berechtigt und verpflichtet. Und er kann sich auch nicht im Wege der Anfechtung davon lösen. Ja, selbst wenn man hier irgendeinen Anfechtungstatbestand sehen würde, in dem Irrtum, er habe nach außen deutlich gemacht, er handelt im fremden Namen. Tatsächlich aber kam es nach außen so an, als handelt er im eigenen Namen. Die Fehlvorstellung darüber berechtigt nicht zur Anfechtung. Das stellt 164 Absatz 2 BGB klar, sondern der Vertreter muss sich, wenn er sein Handeln im fremden Namen nicht hinreichend deutlich macht, an seiner Erklärung als eigene Erklärung festhalten lassen, dann liegt ein nicht anfechtbares Eigengeschäft vor. Es wird diskutiert, ob der 164.2 auch für den umgekehrten oder zumindest die Wertung des 164.2 auch für den umgekehrten Fall gilt. Das heißt also, man tritt ungewollt in fremdem Namen auf, obwohl man eigentlich doch im eigenen Namen auftreten möchte. Der BGH sagt, nach der Wertung des 164.2 ist auch in diesem Fall eine Anfechtung ausgeschlossen. Das ist aber umstritten. Im Schrifttum wird teilweise gesagt, der Gesetzgeber hat es ja nur für die umgekehrte Konstellation geregelt, dass man eigentlich in fremdem Namen handeln möchte, aber das nicht deutlich macht. Und die entgegengesetzte Konstellation, dass man in fremdem Namen handeln möchte, aber das Ganze wie ein Eigengeschäft aussieht, das hat der Gesetzgeber gerade nicht geregelt.
Also Teile des Schriftums sagen, in diesem Fall besteht dann eine Anfechtungsmöglichkeit, wenn einer der Anfechtungstatbestände 119 folgende erfüllt ist. Der BGH entnimmt dagegen die Wertung des 164.2, das auch in diesem umgekehrten Fall des versehentlichen, des ungewollten Auftretens in fremdem Namen statt, wie gewollt im eigenen Namen, wenn eine Anfechtung ausgeschlossen ist. Das Handeln in fremdem Namen, wie gesagt, kann sich aus einer ausdrücklichen Erklärung oder beispielsweise diesem Zusatz I.V. in Vertretung bei einer schriftlichen Willenserklärung ergeben. Aber 164.1.2 sagt ja, es reicht aus, wenn sich das aus den Umständen ergibt. Und eine Konstellation, die in der Praxis sehr häufig vorkommt, wo wir ein solches Handeln in fremdem Namen nach den Umständen haben, das ist das sogenannte unternehmensbezogene Rechtsgeschäft. Von einem unternehmensbezogenen Rechtsgeschäft spricht man dann, wenn ein Rechtsgeschäft innerhalb eines Unternehmens, eines Betriebes vorgenommen wird und dieses Geschäft auch einen klaren Bezug zu diesem Unternehmen hat. Dann muss nicht ausdrücklich deutlich gemacht werden, dass zum Beispiel ein Angestellter, der in diesem Unternehmen tätig ist, im Namen des Unternehmensinhabers handelt, sondern bei einem unternehmensbezogenen Rechtsgeschäft, also im Rahmen eines Unternehmens, in der Regel auch im räumlichen Zusammenhang mit einem Unternehmen, wird ein Rechtsgeschäft vorgenommen, das für dieses Unternehmen typisch ist. Dann haben wir ein sogenanntes unternehmensbezogenes Rechtsgeschäft. Dann ergibt sich eben aus den Umständen, aus diesem Rechtsgeschäft soll nicht der Angestellte oder die Person, die gerade handelt, verpflichtet werden, sondern der wahre Unternehmensinhaber. Ja, das ist keine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip, sondern das ist eben ein Fall des 164 Absatz 1 Satz 2, dass sich aus diesen Umständen, aus diesem Kontext des Unternehmens ergibt, dass aus diesem Geschäft eben nicht der gerade Handelnde, ein Angestellter des Unternehmens beispielsweise, im eigenen Namen verpflichtet werden sollte, sondern dass der wirkliche Inhaber des Unternehmens verpflichtet werden soll. Und das gilt selbst dann, wenn sich die andere Partei gar keine Vorstellungen vom Inhaber des Unternehmens gemacht hat oder wenn die andere Partei davon ausgegangen ist, eine andere Person als der wirkliche Inhaber sei Inhaber des Unternehmens. Verpflichtet wird immer der wirkliche Inhaber des Unternehmens. Ja, das ist also wichtig. Gegebenenfalls kann dann die andere Partei, wenn sie tatsächlich sich falsche Vorstellungen vom Inhaber des Unternehmens gemacht hat, nach welcher Vorschrift wohl anfechten. Ja, also nehmen wir mal an, jemand geht in einen Laden und denkt, dieser Laden gehöre dem G persönlich, tatsächlich aber ist der G Geschäftsführer einer GmbH und der Laden gehört der GmbH. Ja. Jetzt denkt der Kunde, er habe den Vertrag, Kaufvertrag meinetwegen, über Waren, die in diesem Laden verkauft werden, mit dem G persönlich abgeschlossen. Tatsächlich aber ist der Vertrag ja nach diesen Regeln über das unternehmensbezogene Rechtsgeschäft mit der GmbH, als der wahren Unternehmensinhaberin, abgeschlossen worden. Ja? Könnte jetzt der Kunde, der K, nennen wir ihn mal, seine auf diesen Vertrag gerichtete Willenserklärung anfechten. Er hat sich eine falsche Vorstellung von seinem Vertragspartner gemacht. Er dachte, das sei der G persönlich. Tatsächlich ist es die GmbH. Was würden Sie sagen? Das müsste dann im Anfechtungstatbestand erfüllt sein. Und welche kommt hier letztendlich nur in Betracht? Ja, bitte. Ja, der Eigenschaftsirrtum, Eigenschaft einer Person wäre das, ne? Und natürlich ist es schon ein Unterschied, ob das eine natürliche oder juristische Person ist für die Frage der Haftung. Die GmbH haftet eben nur beschränkt. Aber die Eigenschaft muss verkehrswesentlich sein. Ja, und wann würde es an der Verkehrswesentlichkeit fehlen? Es wird dann irgendwelche Waren für 100 Euro gekauft, sofort bezahlt. Macht es da einen Unterschied, wem das Unternehmen gehört, der GmbH oder dem G persönlich? Ja. Wenn der Kauf einzeln bezahlt wurde, dann würde sich die Fragen zu der Politik nicht mehr ergeben. Demnach würde ich das hier auch stellen. Ja, nun ganz genau. Also wenn wir so ein typisches Bargeschäft haben, das sofort abgewickelt wird, die Ware wird sofort übereignet, der Kauf wird sofort gezahlt, dann stellt sich ja die Frage, hat die GmbH ausreichendes Vermögen? Die GmbH haftet ja nur mit dem Gesellschaftsvermögen. Es haften nicht die Gesellschafter der GmbH, jedenfalls grundsätzlich nicht und auch nicht der Geschäftsführer, sondern nur die GmbH mit dem Gesellschaftsvermögen. Und das beträgt nach der gesetzlichen Regelung mindestens 25.000 Euro, aber im Zweifel dann auch eben nicht
mehr. Ja? Und das spielt aber keine Rolle, wenn der Vertrag sowieso komplett abgewickelt worden ist, dann spielt es keine Rolle, ob das jetzt eine GmbH oder eine natürliche Person ist, der wahre Inhaber, dann wäre es also jedenfalls kein verkehrswesentlicher Irrtum, dann könnte also nicht angefochten werden. Anders möglicherweise, wenn das ein Kreditvertrag zum Beispiel ist, ja, es wird ein Kredit gewährt über 100.000 Euro und da spielt es dann schon eine Rolle, ist das eine GmbH, die möglicherweise nur das gesetzliche Mindestkapital hat, 25.000 Euro, oder ist das eine natürliche Person, bei der man auch auf das Privatvermögen zugreifen kann, da würde das schon einen Unterschied machen, aber eben nicht in der Konstellation, die ich beschrieben habe, bei diesem Bargeschäft, das sofort abgewickelt wird, wo also sozusagen keine Schulden verbleiben, da spielt es keine Rolle, ob der Inhaber eine natürliche oder eine juristische Person ist. Ja? Also auch bei Fehlvorstellungen des anderen Teils über die Person des Inhabers des Unternehmens kommt bei den nach diesen Regeln über das unternehmensbezogene Geschäft, das Rechtsgeschäft, der Vertrag mit dem wahren Inhaber des Unternehmens zustande, ohne dass der Angestellte jedes Mal sagen muss, ich handle im Namen des Inhabers und den gar namentlich benennen muss. Die Person des Vertretenen ist dann gegebenenfalls durch Auslegung zu ermitteln und eine Auslegungshilfe sind eben diese Regeln über das unternehmensbezogene Rechtsgeschäft. Wenn es also nicht hinreichend deutlich gemacht wird, in wessen Namen man handelt, dann muss man das durch Auslegung ermitteln. Nur dann, wenn man das nicht ermitteln kann, wenn man also gar keine andere Person, für die gehandelt wird, ermitteln kann, dann haben wir wieder ein Eigengeschäft und daraus haftet dann der Vertreter selbst. Zulässig wird auch das Handeln für einen noch zu benennenden Dritten angesehen. Das heißt, man macht deutlich, dass man für eine andere Person handelt. Er sagt aber noch nicht, wer. Das muss man aber dann später noch mitteilen, damit der Vertrag überhaupt durchführbar ist. Das ist durchaus zulässig. Wenn es aber dann später nicht gelingt, diese andere Person zu benennen, dann hätten wir eine Vertretung für eine gar nicht existente Person. Und das wird der Vertretung ohne Vertretungsmacht gleichgestellt. Da sind wir dann bei 179 BGB, zwar nicht unmittelbar. 179 greift unmittelbar ja nur ein, wenn die Vertretungsmacht fehlt, aber eine vertretende Person vorhanden ist. Das wäre eine analoge Anwendung von 179 BGB, weil in diesem Fall ja gar keine Person existiert, die vertretener sein könnte. Die wird eben nicht benannt. Ja? 179 BGB analog hat man auch, wenn man für ganz allgemein, wenn man für eine nicht existente Person handelt. Man benennt zwar eine Person, die existiert aber gar nicht. Das wäre auch ein Fall des 179 BGB analog. Eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip, eine echte Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip wird angenommen beim sogenannten Geschäft für den, den es angeht. Das sind insbesondere Bargeschäfte des täglichen Lebens, wie in dem Beispiel, das ich gerade gebildet hatte. Man geht in den Laden, kauft eine Ware, bezahlt sie sofort, nimmt die Ware mit. Der Vertrag wird sofort und mit Barzahlung abgewickelt. Barzahlung, darunter ist auch, fällt auch die Konstellation, also besser wäre die Bezeichnung Sofortzahlung. Man bezahlt sofort, entweder in Bargeld oder aber mit EC-Karte, das spielt keine Rolle. In beiden Fällen wird ja der Kaufpreisverbindlichkeit sofort beglichen und auch die Lieferverbindlichkeit, die Übereignungsverbindlichkeit des Verkäufers wird sofort erfüllt. Ja, also mit Bargeschäft meint man einen Vertrag, der sofort vor Ort vollständig abgewickelt wird. Der Kunde bezahlt und er bekommt sofort die Ware übereignet. Ja. Bei einem solchen Bargeschäft des täglichen Lebens, da besteht kein Interesse an der genauen Kenntnis des anderen Teils, wie wir das gerade schon in diesem Beispiel mit dem unternehmensbezogenen Rechtsgeschäft hatten. Da ist der andere Teil gar nicht so recht daran interessiert zu wissen, wer ist jetzt genau der Inhaber des Unternehmens, wer ist genau der Vertragspartner. Und da ist eben eine Ausnahme von diesem Offenkundigkeitsprinzip gerechtfertigt. Das soll ja eben sicherstellen, dass der andere Teil weiß, mit wem er es als Vertragspartner zu tun hat. Daran besteht aber eben kein Interesse, kein Bedürfnis, wenn es auf die Person des Vertragspartners nicht ankommt, insbesondere auf dessen Bonität nicht ankommt, weil eben das gesamte Geschäft vor Ort in einem Aufwasch quasi abgewickelt worden ist. Der Kaufpreis gezahlt, die Ware übereignet, damit bestehen keine Verbindlichkeiten, keine Schulden mehr aus diesem Geschäft und dann kann es eben dem anderen Teil auch gleichgültig sein, wer jetzt genau der Vertragspartner ist. Da ist es also ausnahmsweise zulässig, wenn man nicht offenlegt, dass überhaupt und in wessen Namen man handelt. Aber Voraussetzung ist, dass zumindest aus der Sicht eines objektiven Betrachters der Wille besteht, das Rechtsgeschäft mit Wirkung für und gegen den Vertretenen vorzunehmen.
Beispielsweise erklärt sich ein Nachbar bereit, für den anderen Nachbarn einzukaufen. Er nimmt dann gleich auch das Geld für diesen anderen Nachbarn mit. Dann wäre durch das Verwenden fremden Geldes für die Bezahlung der Waren hinreichend nach außen dokumentiert, dass man den Willen hat, diese Waren nicht für sich selbst, also nicht im eigenen Namen zu kaufen, sondern im Namen des Nachbarn. Und das muss man dann nicht offenlegen. Da wäre eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip gegeben aus den genannten Gründen, weil es dem Vertragspartner, dem Ladeninhaber gleichgültig sein kann, wer sein wirklicher Vertragspartner ist. Ja, das wäre also ein Fall. Man bezahlt, man kauft für zum Beispiel einen Nachbarn ein, bezahlt mit dem Geld, das man von diesem bekommen hat. Da wäre nach außen dieser Wille im fremden Namen zu handeln, hinreichend dokumentiert dadurch, dass man das fremde Geld verwendet. Und auch die Offenkundigkeit könnte in dieser Konstellation nach diesen Regeln des Geschäfts für den, den es angeht, verzichtet werden. Eine weitere Konstellation, die ebenfalls unter 164 folgende gefasst wird, aber in analoger Anwendung, ist das Handeln unter fremdem Namen. Der 164 regelt ausdrücklich nur das Handeln in fremdem Namen. Es gibt aber auch das Handeln unter fremdem Namen. Das heißt also, man tritt im eigenen Namen auf, verwendet dabei aber einen anderen Namen, einen falschen Namen, der nicht der eigene Name ist. Das ist also das Handeln unter fremdem Namen, unter dem Namen einer anderen Person. Damit ist zu unterscheiden, wenn es sich um eine bloße Namenstäuschung handelt. Das heißt, man verwendet zwar einen anderen als den richtigen, den eigenen Namen, aber aus den Gesamtumständen ist gleichwohl klar, dass diejenige Person, die vor einem steht, das Geschäft im eigenen Namen vornehmen möchte, selbst wenn sie einen falschen Namen verwendet. Dann haben wir ein Eigengeschäft des Erklärenden. In den Lehrbüchern finden Sie da häufig das Beispiel, dass eine bekannte Persönlichkeit sich ein Hotelzimmer mietet und ich möchte, dass sie dort erkannt wird. Sie verwendet einen falschen Namen, bezahlt das Hotelzimmer aber sofort. Da spielt es für den Inhaber des Hotels keine Rolle, welche Identität die betreffende Person tatsächlich hat. Er möchte das Geschäft mit dieser Person, die vor ihm steht, abschließen, zumal eben das Hotelzimmer sofort bezahlt wird. Das heißt, wir haben da eine ähnliche Konstellation wie bei den Geschäften für den, den es angeht. Und in einer solchen Konstellation wäre das eine reine Namenstäuschung. Das Geschäft soll mit dieser Person, die vor dem anderen Teil steht, abgeschlossen werden, egal welchen Namen die hat. Da hätten wir also ohne weiteres sein Eigengeschäftes erklären. Anders bei der Identitätstäuschung, wenn es dem anderen Teil gerade darauf ankommt, mit dem wirklichen Namensträger das Geschäft abzuschließen, zum Beispiel, weil er weiß, dass der andere dieser Namensträger sehr wohlhabend ist, solvent ist. Er möchte also mit dieser Person und nicht mit der Person, die vor ihm steht und möglicherweise jemand anderes ist, dass den Vertrag abschließen. Wenn wir also eine solche Identitätstäuschung haben, es kommt dem anderen Teil entscheidend darauf an, mit dem wirklichen Namensträger, zum Beispiel weil ihm dessen Bonität, Zahlungsfähigkeit bekannt ist, den Vertrag abzuschließen, dann hätten wir eine Identitätstäuschung und das wird dann unter 164 folgende in analoger Anwendung gefasst. Das heißt, es müssten dann für dieses Handeln unter fremdem Namen die Voraussetzungen des 164 vorliegen, mit Ausnahme natürlich des Handelns in fremdem Namen. Also es müsste insbesondere eine Vertretungsmacht gegeben sein. Ja, das ist die zentrale Voraussetzung. Und wenn es an dieser Vertretungsmacht fehlt, dann würde derjenige, der mit einem anderen Namen auftritt, als Vertreter ohne Vertretungsmacht nach 179 haften. Er würde dann auf Erfüllung haften, wie bei einem Eigengeschäft. Ja, dann als weitere Voraussetzung, und diese Voraussetzung rechtfertigt überhaupt, dass man die betreffende Willenserklärung dem Vertretenen zurechnet, als weitere Voraussetzung das Handeln innerhalb einer Vertretungsmacht. Ja, das bedeutet, es muss zunächst einmal überhaupt Vertretungsmacht bestehen. Das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung, von ihrem Umfang her muss die Vertretungsmacht gerade das im konkreten Fall vorgenommene Rechtsgeschäft decken. Das heißt, hier ist auch zu prüfen der Umfang der Vertretungsmacht. Deswegen formuliert 164 innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht. Ja, es muss überhaupt eine Vertretungsmacht bestehen. Und der zweite Prüfungspunkt innerhalb dieses Tatbestandsmerkmals
ist das konkrete Geschäft, ist die konkrete Willenserklärung, die hier abgegeben worden ist, durch diese Vertretungsmacht von ihrem Umfang her gedeckt. Die Vertretungsmacht kann sich aus Gesetz oder aus Rechtsgeschäft ergeben, das haben wir schon besprochen. Eine gesetzliche Vertretungsmacht haben wir beispielsweise für Minderjährige, für nicht volljährige Kinder durch die Eltern als die gesetzlichen Vertreter, Paragraphen 1626, 1629. Die Eltern können also Kraft einer gesetzlichen Vertretungsmacht ihre minderjährigen Kinder, und zwar sowohl geschäftsunfähige als auch beschränkt geschäftsfähige Kinder, wirksam vertreten. Auch bei juristischen Personen haben wir eine gesetzliche Vertretungsmacht, genauso bei rechtsfähigen Personengesellschaften. Die juristischen Personen sind ja als solche gar nicht handlungsfähig, sie sind rein rechtsgebildet. Das heißt, sie brauchen, damit sie überhaupt im Rechtszwecke handlungsfähig sind, natürliche Personen als Organe, und sie werden eben durch diese Organe vertreten. Man spricht dementsprechend auch von organschaftlicher Vertretungsmacht. Der Verein beispielsweise, die Grundform einer juristischen Person, wird durch den Vorstand vertreten, Paragraph 26 BGB. Paragraph 26 BGB sagt, der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Ja, das ist auch wirklich geregelt. Der Vorstand des Vereins als gesetzlicher Vertreter, als Vertretungsorgan des Vereins. Und dementsprechend werden sämtliche Willenserklärungen, die der Vorstand innerhalb der ihm für den Verein zustehenden gesetzlichen Vertretungsmacht abgibt, die wirken unmittelbar für und gegen den Verein als juristische Person. Das Gleiche bei der GmbH, nur dass hier der Geschäftsführer das Vertretungsorgan ist. § 35 GmbH-Gesetz ist das. Und auch bei der GmbH werden Willenserklärungen, die der Geschäftsführer erkennbar im Namen der GmbH abgegeben hat, unmittelbar der GmbH zugerechnet. Das heißt, sie wirken unmittelbar für und gegen die GmbH als juristische Person. Bei den Personengesellschaften, da haben wir den Grundsatz der Selbstgeschäftsführung. Das heißt, hier sind im Grundsatz alle Vertreter, alle Gesellschafter der Personengesellschaft geschäftsführungs- und vertretungsberechtigt. Für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ergibt sich das aus den Paragraphen 709 und 714 BGB. 709, die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Also alle Gesellschaften sind geschäftsführungsbefugt. Und Paragraph 714, Geschäftsführung ist zunächst einmal nur die Zuständigkeit für die innere Organisation. Und bei der Vertretung geht es dann um das Handeln nach außen. Das regelt Paragraph 714. Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag die Befugnis zur Geschäftsführung zusteht, im Grundsatz nach 709 jedem Gesellschafter, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten, hat also auch eine Vertretungsmacht. Ja. Das also die Fälle der gesetzlichen oder organschaftlichen Vertretungsmacht der Eltern für ihre minderjährigen Kinder, der Vertretungsorgane für eine juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft. Die Vertretungsmacht kann aber auch auf einem Rechtsgeschäft, auf einer Willenserklärung beruhen, das heißt auf den Willen des Vertretenen zurückzuführen sein. Dann spricht man von einer Vollmacht, das ist die Legaldefinition des 166 Absatz 2 Satz 1 für die durch Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht in Klammern Vollmacht. Ja, also die durch Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht bezeichnet man als Vollmacht. Die beruht also auf einer Willenserklärung, auf dem Willen des Vertretenen. Und begründet ebenfalls dann eine hinreichende Vertretungsmacht im Sinne des 164 Absatz 1 Satz 1. Ja, wenn die Vertretungsmacht vollständig fehlt, überhaupt keine Vertretungsmacht gegeben ist oder aber die Grenzen der Vertretungsmacht überschritten werden, das wird ja mit diesem Wort innerhalb deutlich gemacht. Ja, es reicht nicht aus, dass überhaupt eine Vertretungsmacht besteht, sondern es müssen gegebenenfalls auch deren Grenzen eingehalten sein. Es muss also die Willenserklärung vom Umfang der Vertretungsmacht gedeckt sein. Wenn entweder gänzlich eine Vertretungsmacht fehlt oder aber deren Grenzen überschritten worden sind, dann greift 164.1.1 diese Rechtsfolge nicht ein. Das heißt, die betreffende Willenserklärung wirkt nicht unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Andererseits, da ja der Vertreter in fremdem Namen gehandelt hat, haben wir auch kein Eigengeschäft. Das heißt, wir brauchen besondere Vorschriften
Und das sind eben die 177 folgende über die Vertretung ohne Vertretungsmacht. 177 sagt, schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des Vertrages für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab. Ganz ähnlich wie bei beschränkt Geschäftsfähigen ist also der Vertrag zunächst einmal schwebend unwirksam und kann aber durch Genehmigung, also nachträgliche Zustimmung des Vertretenen, noch wirksam werden. Dann haben wir den 179, der eine Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht anordnet. Und diese Haftungsanordnung brauchen wir eben deswegen, weil ja der Vertreter ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen aufgetreten ist. Dementsprechend haben wir kein eigenes Schiff. Ja? Aber der Vertreter ohne Vertretungsmacht haftet nach 179. Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadenersatz, und zwar wegen Nichterfüllung, also positives Interesse verpflichtet. Grundsätzlich muss also der Vertreter ohne Vertretungsmacht selbst diesen Vertrag erfüllen, entweder in natura oder aber durch Leisten von Schadenersatz statt der Leistung, Schadenersatz wegen Nichterfüllung. Ausnahmsweise 179.2 haftet der Vertreter ohne Vertretungsmacht nur auf den Vertrauensschaden, der in der Regel geringer ist als der Erfüllungsschaden. 179.2 hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht bekannt. So ist er nur zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags hat. Ja, dann haben wir eine ähnliche Regelung wie bei 122 für die Anfechtung. Wenn der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt hat, dann haftet er nur auf den Vertrauensschaden, und zwar maximal bis zur Höhe des Erfüllungsinteresses. Wie ist das nun? Es kann ja auch ein minderjähriger Vertreter sein. Wie ist das bei einem Minderjährigen als Vertreter ohne Vertretungsmacht? 179 Absatz 3 Satz 2. Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt. Ja, so wird auch der beschränkt Geschäftsfähige, der ja nach 165 Vertreter sein kann, geschützt. Der haftet nicht als Vertreter ohne Vertretungsmacht, es sei denn, die Eltern haben seinem Auftreten als Vertreter ohne Vertretungsmacht zugestimmt. Ja, bei diesem Punkt Handeln innerhalb einer Vertretungsmacht, da ist zu berücksichtigen das vertretungsrechtliche Abstraktionsprinzip. Sie kennen schon das sachenrechtliche Abstraktionsprinzip, dass das Verfügungsgeschäft immer getrennt, separat von dem Verpflichtungsgeschäft zu betrachten ist und auch die Wirksamkeit beider Geschäfte immer getrennt voneinander zu berücksichtigen ist, zu prüfen ist. Ein ganz ähnliches Abstraktionsprinzip gibt es im Recht der Stellvertretung. Da ist zu unterscheiden zwischen dem Außenverhältnis und dem Innenverhältnis. Das Außenverhältnis, das wird geprägt durch die Vertretungsmacht und ihren Umfang. Und damit wird abgesteckt das rechtliche Können. Ja, also das rechtliche Können, welche Willenserklärungen kann man innerhalb der Vertretungsmacht mit Wirkung führen gegen den Vertretenen abgeben. Das richtet sich allein nach der Vertretungsmacht im Außenverhältnis, wohingegen irgendwelche internen Beschränkungen, woraus die sich ergeben können, dazu gleich noch näher, interne Beschränkungen, die das rechtliche Dürfen, aber eben nicht im Außenverhältnis das rechtliche Können beschränken, unbeachtlich sind. Ja, das ist also das vertretungsrechtliche Abstraktionsprinzip. Die Vertretungsmacht im Außenverhältnis, die ist streng getrennt von etwaigen Beschränkungen im Innenverhältnis zu beurteilen. Und zugleich folgt aus diesem Abstraktionsprinzip, dass eine etwaige Unwirksamkeit, Ungültigkeit dieses Rechtsverhältnisses im Innenverhältnis sich nicht auf die Wirksamkeit der Vertretungsmacht auswirkt. Dazu ein Beispiel für die gesetzliche Vertretungsmacht, damit Sie verstehen, was hiermit gemeint ist. Das ist die Regelung über die Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers einer GmbH. Die GmbH ist ja eine juristische Person, als solche nicht handlungsfähig. Sie braucht, damit sie überhaupt im Rechtsverkehr handeln kann, Organe. Und die Organe sind eben die GmbH. Geschäftsführer, § 35 GmbH-Gesetz. § 37 sagt nun zur Vertretungsmacht der Geschäftsführer einer GmbH.
Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein anderes bestimmt, durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt sind. Das ist das Innenverhältnis, das ist das rechtliche Dürfen. Ja? Also im Innenverhältnis, im Verhältnis zur GmbH als juristische Person, im Verhältnis zu den Gesellschaftern, ist der Geschäftsführer verpflichtet, Beschränkungen, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag oder aber aus Gesellschafterbeschlüssen ergeben, einzuhalten. Das betrifft aber nur das Innenverhältnis. 37 Absatz 2 sagt, für das Außenverhältnis gegen dritte Person hat eine Beschränkung der Befugnis der Geschäftsführer, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Ja? Im Außenverhältnis ist also die Vertretungsmacht des Geschäftsführers seiner GmbH unbeschränkt. Er kann jedes beliebige Geschäft mit Wirkung führend gegen die GmbH vornehmen und auch dann, wenn es im Innenverhältnis aufgrund von Weisungen der Gesellschafter, aufgrund von Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages irgendwelche Beschränkungen gibt. Die wirken sich nicht auf das Außenverhältnis aus, im Grundsatz zumindest. Ja, davon gibt es eine Ausnahme dazu gleich. Ja, das ist also ein Beispiel für die gesetzliche Vertretungsmacht und für diese Unterscheidung zwischen Innenverhältnis, Außenverhältnis. Im Außenverhältnis kommt es allein auf den Umfang der Vertretungsmacht an und da stellt 37 Absatz 2 GmbH-Gesetz klar, die ist unbeschränkt und unbeschränkt. Ja, etwaige Beschränkungen, die im Innenverhältnis durch Gesellschafter oder durch den Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer auferlegt worden sind, die spielen keine Rolle, die wirken sich nicht auf das Außenverhältnis aus. Im Außenverhältnis ist die Vollmacht unbeschränkt. Ja? Also rechtliches Können unbeschränkt beim GmbH-Geschäftsführer, rechtliches Dürfen unter Umständen eingeschränkt. Das heißt nicht, dass Zuwiderhandlungen gegen diese internen Beschränkungen folgenlos bleiben. Der GmbH-Geschäftsführer verletzt damit seine Pflichten und macht sich gegenüber der GmbH, die eine juristische Person ist, ein eigenständiges Rechtssubjekt, schadenersatzpflichtig. Ja, wenn er also durch die eigenmächtige Vornahme eines solchen Geschäfts unter Überschreiten des rechtlichen Dürfens, der Beschränkungen im Innenverhältnis, der GmbH Schaden zufügt, muss er diesen Schaden ersetzen. Da gibt es eine Spezialvorschrift im GmbH-Gesetz. Also wenn es diese Vorschrift nicht gäbe, wäre das irgendwie 280 BGB. Ja? Etwas Vergleichbares gibt es aber auch bei der rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht, bei der Vollmacht. Die Vollmacht kann nach außen unbeschränkt erteilt werden. Und neben der Vollmacht gibt es nicht zwingend, aber sehr häufig noch ein sogenanntes Grundgeschäft. Zum Beispiel kann das ein Auftrag sein. Ich beauftrage jemanden in meinem Namen irgendwelche Waren im Laden einzukaufen, dann hätten wir zum einen die Vollmacht, die ich der anderen Person erteilt habe. Sie ist berechtigt, in meinem Namen zu handeln und diese Vollmacht habe ich nicht beschränkt. Sie ist also unbeschränkt. Ja? Und dann gibt es noch den Auftrag als Grundverhältnis und der Auftrag ist geregelt in den Paragraphen 661 folgende. Und in dieser Abrede über den Auftrag kann ich dem anderen zum Beispiel die Beschränkung auferlegen, dass er beim Einkauf der Waren zum Beispiel nicht mehr als 100 Euro ausgeben soll. Ja? Das wäre aber, wenn ich das eben nicht zum Inhalt der Vollmacht gemacht habe, das wäre eine reine Beschränkung. Im Innenfeld ist besonders deutlich, wenn ich sogar eine schriftliche Vollmacht erteile, da schreibe ich nur rein, ich bevollmächtige den X für mich im Laden des Y einzukaufen. Mehr steht nicht drin. Das ist eine unbeschränkte Vollmacht nach außen, das ist das Außenverhältnis. Ich habe dann intern mit dem vereinbart, bitte aber nicht über 200 Euro einkaufen. Das wäre aber etwas, was das Auftragsverhältnis, das Grundverhältnis betrifft. Und das würde sich nach außen dementsprechend nicht auswirken. Nach außen dürfte er auch für 1.000 Euro einkaufen. Dann würde er sich mir gegenüber aber unter Umständen wegen Verletzung des Auftragsverhältnisses schadenersatzpflichtig machen. Ja, das ist also das stellvertretungsrechtliche Abstraktionsprinzip. Ja, Auftrag Paragraph 662 folgende. Durch die Annahme des Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen unentgeltlich zu besorgen. Das kann zum Beispiel auch dieses Einkaufen für eine andere Person in deren Namen sein. Also wenn kein Entgelt gezahlt wird für diese Tätigkeit, dann ist sehr häufig das Grundgeschäft ein Auftragsverhältnis. Ja, wie ist das nun, wenn diese Beschränkung im Innenverhältnis, also die Grenzen des rechtlichen Dürfens, im Rahmen des rechtlichen Könnens überschritten werden? Für das Außenverhältnis, für die Frage, ob eine wirksame Stellvertretung im Sinne des 164 vorliegt, kommt es allein auf das Außenverhältnis, also auf den Umfang der Vertretungsmacht und nicht auf interne Beschränkungen im Innenverhältnis an. Das heißt,
Wenn wir eine solche Überschreitung der Beschränkungen im Innenverhältnis haben, ändert das nichts an dem Bestehen einer Vertretungsmacht und auch nichts daran, dass das Rechtsgeschäft, die Willenserklärung von der Vertretungsmacht gedeckt ist. Das heißt, die betreffende Willenserklärung wirkt unmittelbar für und gegen den Vertreter. Ja, da kommt es also nicht darauf an, dass im Innenverhältnis die Grenzen des rechtlichen Dürfens, etwa 37 Absatz 1 GmbH-Gesetz, Gesellschafterbeschlüsse, Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag, missachtet worden sind. Ungeachtet dieser Überschreitung des rechtlichen Dürfens, solange man im Rahmen des rechtlichen Könnens, also in den Grenzen der Vertretungsmacht handelt, muss sich der Vertretene die betreffende Willenserklärung zurechnen lassen, wirkt die Willenserklärung nach 164.1.1 unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Der hat, wie ich schon erwähnte, unter Umständen Schadenersatzansprüche gegen den Vertreter, der seine Grenzen im Innenverhältnis überschritten hat. Das ist eine Pflichtverletzung. Wenn wir den Auftrag 662 als Grundgeschäft nehmen, dann hätte er eben seine Pflichten aus dem Auftragsverhältnis verletzt und würde aus 280 Absatz 1 auf Schadensersatz haften. Der GmbH-Geschäftsführer genauso, der diese Beschränkung überschreitet. Da gibt es aber eine spezielle Haftungsnorm. Das ist der § 43 GmbH-Gesetz. Das müssen Sie aber nicht merken. Das ist also vergleichbar mit dem 280, nur eben eine Spezialvorschrift, die den 280 verdrängt. Das kann aber nicht uneingeschränkt gelten. Und tatsächlich erkennt die Rechtsprechung Ausnahmen von diesem Grundsatz an, dass sich eine Überschreitung der Grenzen des rechtlichen Dürfens im Innenverhältnis nicht auf das Außenverhältnis auswirkt. Davon gibt es Ausnahmen. Eine Ausnahme ist die sogenannte Kollusion. Von Kollusion spricht man dann, von lateinisch colludere, zusammenspielen, spricht man dann, wenn wir ein einvernehmliches Zusammenwirken des Vertreters mit dem anderen Teilnehmer. Beide wissen ganz genau, dass es diese Beschränkungen im Innenverhältnis gibt und um dem Vertretenen zu schaden, ja, schließen Sie gleichwohl unter Überschreiten des rechtlichen Dürfens dieses Rechtsgeschäft ab. Eigentlich würde hier 164 Absatz 1 Satz 1 gelten. Das heißt, die betreffende Willenserklärung des Vertreters würde wieder unmittelbar für und gegen den Vertretenen wirken, weil ja die Grenzen des rechtlichen Könnens eingehalten worden sind. Das Ganze bewegt sich innerhalb der Vertretungsmacht. Aber weil wir eben diesen Sonderfall der Kollusion haben, geht die Rechtsprechung hier von einer Sittenwidrigkeit des betreffenden Rechtsgeschäfts aus, also des von dem Vertreter mit dem anderen Teil vorgenommenen Geschäfts. Das wird nach 138.1 als sittenwidrig angesehen. Damit ist es nichtig und damit bindet es den Vertretenen nicht. Ja? Das ist allerdings ein Extremfall. Da setzt einvernehmliches Zusammenwirken dementsprechend Vorsatz beider Beteiligten voraus, sowohl des Vertreters als auch des anderen Teils. Der andere Teil muss also Kenntnis, positive Kenntnis von diesen Beschränkungen im Innenverhältnis haben und davon, dass diese überschritten werden. Das kann man in der Praxis nur sehr, sehr selten nachweisen. Es gibt aber noch eine andere Konstellation. Das ist der allgemeine Missbrauch der Vertretungsmacht. Und dafür lässt der BGH es ausreichen, wenn der andere Teil wenn sich dem anderen Teil die Überschreitung der Beschränkungen im Innenverhältnis zumindest aufdrängen muss. Da verlangt also der BGH nicht die positive Kenntnis der Überschreitung und überhaupt der Beschränkung im Innenverhältnis, sondern für diesen Missbrauch der Vertretungsmacht reicht es aus, wenn die Überschreitung von Beschränkungen im Innenverhältnis für die andere Partei evident war, sich der anderen Partei aufdrängen muss. Dann nimmt der BGH einen sogenannten Missbrauch der Vertretungsmacht an. Und das fasst der BGH unter § 242 in seiner Schrankenfunktion. Im Falle eines Missbrauchs der Vertretungsmacht ist dem anderen Teil, ja, der also entweder diese Beschränkung, die Überschreitung der Beschränkung kannte oder aber dem sich die Beschränkung und ihre Überschreitung aufdrängen mussten, der kann sich dann nicht auf die Wirkung des 164.1.1 berufen. An sich würde 164.1.1 dazu führen, dass der Vertretene aus der Willenserklärung gebunden wird. Aber wenn wir einen solchen Missbrauch der Vertretungsmacht haben, dann darf sich der andere Teil eben nach 242, nach Treu und Glauben, in seiner Schrankenfunktion nicht auf diese Wirkung des 164.1.1 berufen. Anders gesagt, der Vertretene muss dann nach 242 diese Willenserklärung nicht gegen sich gelten lassen. Ja, das ist also die Konstellation des Missbrauchs der Vertretungsmacht. So jedenfalls die Lösung der BGH. Im Schriftum werden da verschiedene andere Lösungen präsentiert. Jedenfalls im Ergebnis ist man sich einig, dass keine Bindung des Vertretenen an die Willenserklärung des Vertreters in den Fällen des Missbrauchs der Vertretungsmacht besteht.
So, das als Vorbemerkung und dazu wollen wir uns jetzt mal gemeinsam den Fall 39 anschauen, folgender Sachverhalt. Claudia Kellnert, K., betreibt mehrere exklusive Modeboutiquen in Norddeutschland. Zum 1. Februar stellt sie die Soziologiestudentin Susi Sause, S., als Teilzeitkraft für ihren Laden in Kiel ein. S. soll dort an 2 Tagen pro Woche als Verkäuferin tätig sein. Der schriftliche Arbeitsvertrag, den K. und S. unterzeichnen, enthält unter anderem folgende wirksame Bestimmungen. Die Arbeitnehmerin, die S. also, darf ohne Rücksprache mit der Arbeitgeberin, K., keine nicht auf dem Preisschild ausgezeichneten Rabatte auf Waren gewähren. An einem der ersten Arbeitstage der S. kommt die Professorin Paulina Paulsen, P., deren Vorlesungen S. im kommenden Sommersemester besuchen wird, in der Kieler Boutique der K. Sie findet Gefallen an einem eleganten Abendkleid, das laut Preisschild 1.000 Euro kosten soll. Da der P. der Preis zu hoch ist, fragt sie S., ob man an dem Preis etwas machen könnte. Um mit Blick auf die Vorlesung im nächsten Semester die Gunst der P. zu gewinnen, aber auch in der Annahme, die K. werde schon nichts dagegen haben, erwidert S., der P. als angesehener Professorin könne sie einen Sonderrabatt gewähren und das Kleid für 800 Euro verkaufen. P. stimmt erfreut zu. Gegen Zahlung des Kaufpreises händigt S. ihr das Kleid aus, das P. mit nach Hause nimmt. Als K. später bei Prüfung der Kassenbelege der Kieler Boutique feststellt, dass das Kleid für 800 Euro statt für 1.000 Euro verkauft worden ist, stellt sie es zur Rede, die den Vorgang einräumt. K. wendet sich daraufhin an P. und fordert sie auf, entweder 200 Euro nachzuzahlen oder das Kleid zurückzubringen. Zu Recht. Ja, also K. betreibt mehrere Modeboutiquen. In einer hat sie die S. angestellt als Verkäuferin. So wurde es vereinbart. In dem Arbeitsvertrag befindet sich eine Klausel. Wir gehen davon aus, die ist wirksam, dass keine Rabatte, die nicht auf dem Preisschild ausgewiesen sind, gewährt werden dürfen. Es kommt dann die Professorin P. in der Boutique vorbei, möchte gerne ein Abendkleid kaufen, 1.000 Euro, und fragt, ob da ein Rabatt möglich ist. Die S. möchte sich ein bisschen bei der P. deren Vorlesung sie besucht einschleimt und sagt, ja, für 800 Euro kann sie das Kleid haben. Der Kaufpreis wird gezahlt, die P. entschwindet mit dem Kleid. Die K. bekommt das Ganze raus und möchte nun von der P. entweder 200 Euro zusätzlich oder aber die Rückgabe des Kleides. Ja, zunächst einmal, wie sieht das aus mit einem Anspruch auf weitere 200 Euro? Grundlage könnte hierfür ja nur ein Vertrag sein. Andere Rechtsgrundlage ist dafür nicht ersichtlich. Ja, man könnte, wenn Vorsatz auf Seiten der P vorliegt, aber da ist kein Anhaltspunkt dafür da, könnte man an Deliktsrecht denken. Aber hier in unserem Fall ist das nicht ersichtlich. Also letztendlich kann dieser Anspruch nur auf vertragliche Grundlage geltend gemacht werden. Was ist aber dazu zu sagen? Anspruch K gegen P auf Zahlung weiterer 200 Euro. K, ja. Ganz genau, ja. Also die P war nie mit 1.000 Euro einverstanden. Sie wollte nur 800 Euro zahlen. Irgendein Einverständnis zu 1.000 Euro hat sie zu keinem Zeitpunkt erteilt, sodass es schlicht an der erforderlichen Willensübereinstimmung in Bezug auf 1.000 Euro fehlt und somit kein Anspruch auf Nachzahlung weiterer 200 Euro besteht. Das könnte die P freiwillig machen aus Kulanz, aber sie ist nicht dazu verpflichtet, kein Kontrahierungszwang und dementsprechend kein Anspruch auf Nachzahlung weiterer 200 Euro. Das heißt, der K bleibt nur das Rückverlangen des Kleides, das Rückfordern des Kleides. Das wäre also der zweite Anspruch, den wir hier prüfen. Ja, woraus könnte sich dieser Anspruch ergeben? Auf der Rückgabe des Kleides, ja. 812 wäre eine Möglichkeit, ja, und? Ja. 985, ja, ganz genau. Die sollten wir auch beide hier prüfen. Zunächst mal den stärkeren Anspruch aus 985. Der Eigentümer kann vom Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. 985 deswegen der stärkere Anspruch, weil da nicht diese Entreicherungseinrede besteht, die wir im Bereicherungsrecht haben, und auch verschiedene Ausschlusstatbestände hier nicht eingreifen, die wir im Bereicherungsrecht haben. Ja, also die dinglichen Ansprüche immer vor Bereicherungsansprüchen prüfen. 985 setzt voraus, dass die Anspruchstellerin, hier in unserem Fall die K, Eigentümerin, und die Anspruchsgegnerin, die P,
Besitzerin des Kleides ist. Schauen wir uns zunächst einmal den Besitz an. Unproblematisch, die P ist Inhaberin der tatsächlichen Sachherrschaft, sie ist Besitzerin des Kleides, das ist völlig unproblematisch. Ja, 54.1 können Sie hier noch zitieren, das können Sie aber mit einem Satz abhaken. Ja, dann die Frage, wie sieht das mit dem Eigentum der Anspruchstellerin, der K, aus? Ist die K Eigentümerin des Kleides? Und hier führen Sie dann wieder eine chronologische Prüfung der Eigentumsverhältnisse durch. Das heißt, Sie schauen sich an, wer war ursprünglich Eigentümer. Das war die K. Wir können davon ausgehen, dass sie an den Kleidern in ihrer Boutique Eigentum hatte. Dementsprechend können wir vom ursprünglichen Eigentum der K ausgehen. Ja, was könnte aber jetzt bezüglich des Eigentums am Kleid geschehen sein? Wie könnten sich hier die Eigentumsverhältnisse verändert haben? Ja? Ja, sehr schön. Also es könnte hier ein Verlust des Eigentums an die P durch Übereignung nach § 929 stattgefunden haben. Und jetzt prüfen Sie hier inzident eben den Übereignungstatbestand des 929. Und der setzt zunächst einmal wieder die dingliche Einigung voraus. Streng zu trennen, Trennungsprinzip von der kaufvertraglichen Einigung, die hier an dieser Stelle noch keine Rolle spielt. Es müsste also zwischen K und P eine dingliche Einigung über die Übertragung des Eigentums im Kleid erzielt worden sein. Und eine entsprechende Willenserklärung der P haben wir ohne Zweifel. Die P nimmt das Kleid entgegen, nimmt es mit nach Hause. Damit bringt sie hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass sie das Eigentum an dem Kleid erwerben möchte. Ja, wie sieht das jetzt mit einer auf diese dingliche Einigung gerichteten Willenserklärung der K aus? Ja? Der K selbst wird hier nicht rechtlich verpflichtet. Er hat hier am Anfang keinen Kontakt mit dem, und dafür könnte aber das war, dafür zum als Vertreter für K agiert haben. Ja. Ja, sehr schön. Also, wir haben keine eigene Willenserklärung der K gerichtet auf diese dingliche Einigung. Die war ja gar nicht vor Ort. Ja. Aber die S hat hier eine solche Willenserklärung abgegeben. Sie hat nach Zahlung des Kaufpreises der P das Kleid ausgehändigt und damit deutlich gemacht, dass Eigentum übertragen ist. Ja. Dementsprechend haben wir eine solche auf die dingliche Einigung gerichtete Willenserklärung. Zwar nicht der K selbst, aber der S. Und an dieser Stelle steigen Sie dann eben mit der Frage ein, muss sich die K, diese Willenserklärung der S, gerichtet auf die dingliche Einigung nach 164 Absatz 1 Satz 1 zurechnen lassen, wirkt also diese Willenserklärung der S unmittelbar für und gegen die K. Und das setzt voraus, dass wir hier eine wirksame Stellvertretung der K durch die S haben. Ja? Das heißt, an dieser Stelle prüfen Sie jetzt die Voraussetzungen wieder inzident, die Voraussetzungen der wirksamen Stellvertretung, das bezogen auf die dingliche Einigung. Ja? Nicht auf den Gesamttatbestand des 929. Die Übergabe ist ja ein rein tatsächlicher Vorgang, da gibt es keine Stellvertretung. Bei der Übergabe gibt es keine Stellvertretung, da kann die S vielleicht als Besitzdienerin handeln, aber keine Stellvertretung. Ja? Also die Stellvertretung prüfen Sie bei 929 innerhalb des Prüfungspunktes der dinglichen Einigung. Das ist die das sind die Willenserklärungen, da ist Stellvertretung möglich, nicht dagegen bei der Übergabe. Ja, das setzt zunächst einmal voraus eine eigene Willenserklärung der S. Wenn der Sachverhalt da entsprechende Anhaltspunkte bietet, würden Sie an dieser Stelle die Abgrenzung zum Boten vornehmen. Hier ist es aber ja sehr eindeutig. Die S sollte ja eine gewisse Entscheidungsgewalt haben bezüglich des Ob von irgendwelchen Kaufverträgen und auch des Inhalts in gewissen Grenzen zumindest. Also eine eigene Willenserklärung der S haben wir. Sie hatte hier eine eigene Entscheidungsgewalt und war nicht bloß die Überbringerin fremder Willenserklärungen. Dementsprechend ist das hier völlig unproblematisch. Ja? Es war ja aus Sicht der K noch gar nicht klar, welche Kunden kommen überhaupt. Das heißt also, hier war überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben, dass die K irgendwelche Erklärungen vorformuliert, sondern hier bestand eben eine eigene Entscheidungsbefugnis der S über das Ob und auch in gewissen Grenzen des Inhalts von Vertragserklärungen. Dementsprechend haben wir eine eigene Willenserklärung der S. Ja, die müsste nun offenkundig im Namen der K abgegeben worden sein. Und die S hat nach dem Sachverhalt hier nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie im Namen der K tätig wird. Sie hat noch nicht mal darauf hingewiesen, dass der Laden gar nicht ihr, sondern der K gehört. Ja, also da könnte man womöglich Zweifel an der Offenkundigkeit haben. Ja, wie ist das hier mit der Offenkundigkeit? Ja?
Ja, also welche Grundsätze würden Sie hier heranziehen dementsprechend? Ja, ne, das unternehmensbezogene Geschäft. Wir haben also kein ausdrückliches Handeln im Namen der K, aber wir haben hier ein unternehmensbezogenes Rechtsgeschäft. Ja, dieser Vorgang findet ja im Laden der K statt, also innerhalb eines Unternehmens. Es wird auch ein für dieses Unternehmen, für diesen Laden typisches Geschäft vorgenommen, Verkauf und Übereignung der dort ausgestellten Waren. Also ein ganz klar unternehmensbezogenes Rechtsgeschäft. Und da gilt eben der Grundsatz, allein aus diesem Unternehmensbezug haben wir schon Offenkundigkeit, und zwar in der Weise, dass man nach den Umständen davon ausgehen kann, davon ausgehen muss, dass alle solche Geschäfte, die diesen Unternehmensbezug haben, im Namen des Wareninhabers des Unternehmens abgeschlossen werden. Und dafür ist nicht erforderlich, dass der Kunde überhaupt weiß, wem der Laden gehört oder dass er sich falsche Vorstellungen vom Inhaber des Ladens macht. Es wird der wahre Ladeninhaber nach diesen Regeln über das unternehmensbezogene Rechtsgeschäft verpflichtet. Und das sind in unserem Fall eben die K. Ja? Dementsprechend ist auch diese Voraussetzung, offenkundig Handeln in fremdem Namen, im Namen der K, erfüllt. Und dann kommt die zentrale Voraussetzung. Diese Willenserklärung müsste innerhalb einer Vertretungsmacht der S abgegeben worden sein. Ja, wie sieht das hier aus? Wir haben auf der einen Seite die Einstellung als Verkäuferin, auf der anderen Seite steht aber im Arbeitsvertrag kein Rabatt, der nicht auf den Preisschildern ausgewiesen ist. Also hat die S hier innerhalb ihrer Vertretungsmacht gehandelt oder nicht? Was würden Sie sagen? Ja. Ja. Und man hat ja ein Abstraktionsprinzip. Das heißt, da wir etwas verkauft haben, die ja auch davon berechnet ist, hat sie innerhalb. Ja, sehr schön. Also man muss hier nach diesem vertretungsrechtlichen Abstraktionsprinzip unterscheiden zwischen der Vertretungsmacht, der Vollmacht als solcher. Und dann eben diesem Grundgeschäft, das war hier der Arbeitsvertrag. Im Grundgeschäft gibt es eine Beschränkung, kein Rabatt, der nicht auf den Preisschildern ausgewiesen ist. Aber das, was nach außen hier gemacht werden darf, das richtet sich eben nach der Vollmacht. Hier ist keine ausdrückliche Vollmacht geteilt worden, aber sie ist eben eingestellt worden als Verkäuferin. Und damit ist eben die Befugnis verbunden, solche Übereignungen im Rahmen dieses Ladens vorzunehmen. Hier geht es ja zunächst einmal nur um die Übereignung, nicht um das Verpflichtungsgeschäft und auch Kaufverträge abzuschließen. Und diese Vollmacht nach außen, diese Einstellung als Verkäuferin, die ist zunächst einmal nicht beschränkt. Ja, diese Beschränkung ergibt sich nicht aus der konkludent mit der Einstellung als Verkäuferin erteilten Vollmacht, sondern die ergibt sich eben aus dem Grundgeschäft, aus dem Arbeitsvertrag, und nach dem Abstraktionsprinzip wirkt sich das nicht für das Außenverhältnis aus. Für das Außenverhältnis ist die unbeschränkt erteilte Vollmacht maßgeblich und nicht das, was im Innenverhältnis in diesem Grundgeschäft an Beschränkungen vereinbart worden ist. Durch die Einstellung als Verkäuferin ist hier eine konkludent, jedenfalls eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, eine Vollmacht erteilt worden. Die ist nicht mit irgendwelchen Einschränkungen verbunden. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Sie hat ohne Wenn und Aber sie als Verkäuferin für diesen Laden eingestellt. Vielleicht noch die Beschränkung, dass sie eben nicht in anderen Läden tätig werden darf. Das könnte man noch annehmen. Aber was diesen Laden anbelangt, gibt es keine Beschränkungen. Und die Beschränkung, die ergibt sich aus dem Innenverhältnis, dem Grundgeschäft, das ist hier eben der Arbeitsvertrag, der abgeschlossen worden ist. Danach durften keine Rabatte gewährt werden, aber das betrifft eben nur das Innenverhältnis. Das betrifft das rechtliche Dürfen, nicht das rechtliche Können nach außen. Das rechtliche Können nach außen richtet sich allein nach der Vollmacht und die ist unbeschränkt, jedenfalls für diesen Laden unbeschränkt.
Eine Ausnahme müsste man nur dann machen, wenn wir eine Kollusion hätten. Dafür ist überhaupt nichts ersichtlich, kein vorsätzliches Handeln, jedenfalls der P. Und auch die S ging ja davon aus, die K werde schon damit einverstanden sein. Also Kollusion liegt hier nicht vor. Allenfalls ein allgemeiner Missbrauch der Vertretungsmacht. Wenn ein solcher vorläge, dann könnte sich die Vertragspartnerin, hier in unserem Fall die P, eben nicht auf die Wirkung des 164.1.1 und gegen den Vertretenen berufen, dann müsste sich der Vertretene also doch nicht dieses Rechtsgeschäft, diese Übereignung, diese dingliche Einigung zurechnen lassen. Aber hier in unserem Fall haben wir für einen solchen Missbrauch der Vertretungsmacht keine Anhaltspunkte. Das würde voraussetzen, dass sich der P eine solche interne Beschränkung und auch deren Überschreitung zumindest aufdrängen musste. Dafür haben wir aber im Sachverhalt keine Anhaltspunkte, keinen Missbrauch der Vertretungsmacht. Es bleibt also bei dem Ergebnis, dass diese Übereignung innerhalb der Vertretungsmacht stattgefunden hat. Ja, für die Übereignung ist es ja sowieso unbeachtlich, welcher Kaufpreis vereinbart worden ist. Übereignung durfte sie ja in jedem Fall durchführen. Ja, das kommt ja noch hinzu, dass diese Beschränkung sich ja auch eigentlich nur auf das Verpflichtungsgeschäft bezog und gar nicht auf das Verfügungsgeschäft. Dementsprechend haben wir für das Verfügungsgeschäft erst recht keine Beschränkung der Vertretungsmacht. Ein entsprechendes Ergebnis würde sich ergeben, da greife ich jetzt ein bisschen ins Handelsrecht vor, wenn wir hier, das können wir aber offen lassen, die K als Kauffrau einordnen würden, dann würde nämlich das HGB anwendbar sein und im HGB gibt es unter anderem diese Vorschrift des Paragraphen 54 HGB über die sogenannte Handlungsvollmacht. Ist jemand ohne Erteilung der Prokura, das ist nochmal eine andere Form von Vollmacht, zum Betrieb eines Handelsgewerbes oder zur Vornahme einer bestimmten zu einem Handelsgewerbe gehörenden Art von Geschäften, hier eben Verkäufe von Waren inklusive der damit verbundenen Übereignungen in diesem Laden, oder einzelner zu einem Handelsgewerbe gehörender Geschäfte ermächtigt, so erstreckt sich die Vollmacht, sogenannte Handlungsvollmacht, auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes und so weiter für gewöhnlich mit sich bringt. Und 54 Absatz 3 sagt, sonstige Beschränkungen der Handlungsvollmacht braucht ein Dritter nur dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er sie kannte oder kennen muss. Ja, das ist sozusagen eine Art Kodifizierung des Missbrauchs der Vertretungsmacht, wobei hier schon kennen müssen, also fahrlässige Unkenntnis der Beschränkung ausreichen würde. Auch dafür haben wir aber keine Anhaltspunkte. Das heißt, auch über diesen 54, der im Interesse der Rechtssicherheit im Handelsverkehr sagt, die Vertretungsmacht ist unbeschränkt und Beschränkungen im Innenverhältnis muss man sich nur entgegenhalten lassen als Dritter, wenn man sie kannte oder kennen musste, also infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte. Über 54 würden wir also hier zu einem entsprechenden Ergebnis kommen. Ja, das ist also ein kleiner Vorwurf des HGB, aber da sehen Sie eben auch, dass auch das HGB diese Unterscheidung zwischen Außenverhältnis und Innenverhältnis berücksichtigt. Das sind also allgemeine Grundsätze, die Sie auch in allen in anderen Bereichen des Privatrechts finden. 54 nur anwendbar, wenn es um ein Handelsgewerbe geht. Das heißt, wenn der Inhaber des betreffenden Geschäfts Kaufmann im Sinne des Paragraphen 1 ist, die Voraussetzung für die Kaufmannseigenschaft, das machen Sie alles in der Vorlesung HGB oder Sie können es in meinem Lehrbuch zum HGB nachlesen, wenn Sie Interesse haben. Ja, das also hier nur am Rand. So, dann kommen wir also zum Zwischenergebnis. Zur Prüfung des 985, dass wir hier in Bezug auf die dingliche Einigung, auf die dingliche Einigung gerichtete Willenserklärung, eine wirksame Stellvertretung der K durch die S haben. Das bedeutet, dass sich die K, die Willenserklärung der S und damit die dingliche Einigung mit P unmittelbar zurechnen lassen muss. Diese dingliche Einigung wirkt unmittelbar für und gegen die K und dementsprechend haben wir in diesem Verhältnis eine dingliche Einigung. Diese Voraussetzung des 929 ist erfüllt. Dann brauchen wir noch die Übergabe auf P, die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes, unproblematisch hier erfolgt. Und wir brauchen eine Berechtigung der K, der Veräußerin. Das ist ebenfalls der Fall. Sie war Eigentümerin dieses Kleines. Dementsprechend kommen wir hier in Bezug auf 985 zum Ergebnis, dass die K ihr Eigentum an P verloren hat nach 929. Sie ist nicht mehr Eigentümerin des Kleides und schon deswegen hat sie keinen Anspruch auf Herausgabe aus 985. Bei Paragraph 812, da
Das wäre die andere Anspruchsgrundlage, die hier in Betracht kommt. Können wir zunächst einmal feststellen, die P hat etwas, eine vermögenswerte Position, nämlich Besitz und Eigentum am Kleid erlangt. Das beruht auf einer Leistung der K, ja, also die Übereignung ist zwar hier vorgenommen worden von S, aber auch im Rahmen des Leistungsbegriffs muss eine Stellvertretung in der Weise berücksichtigt werden, dass die von einem Vertreter vorgenommene Leistung auch im Bereicherungsrecht dann unmittelbar für und gegen den Vertretenen wirkt. Das heißt, wir haben es hier, auch wenn die S diese Handlungen ausgeführt hat, in Wahrheit nicht mit einer Leistung der S, sondern mit einer Leistung der K zu tun. Den Punkt ohne Rechtsgrund, das machen wir dann in der nächsten Woche. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche noch dreimal vor der Klausur wieder, werden da das Vertretungsrecht in jedem Fall noch abschließen. Ihnen bis dahin, und wir sehen uns am Montag ja dann zu der Extrastunde, besprechen der Probeklausur. Ihnen bis dahin alles Gute, bis nächste Woche.